Ja, hi und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video, und zwar einer Vorankündigung eines Minecraft Legend Videos. Die Vorankündigung muss ich machen, beziehungsweise muss ich nicht machen, aber möchte ich gerne machen, weil diesem Video einige Vorkommnisse zuvor gekommen sind, die erklären, wo ich gerade bin und warum ich da gerade bin. Es ist so, dass Hagmi von den Zandaren mit mir zusammen ein Video machen wollte, in dem er die Elfenstadt von mir gezeigt bekommt. Das Problem ist jetzt natürlich die Zwistigkeiten der verschiedenen Völker untereinander. Sobald jemand von einem anderen Volk bei uns im Wald erscheint, rasten sofort alle aus und wollen ihn festnehmen und in den Kerker stecken und keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum diese Zwistigkeiten unter den Völkern bestehen. Ich habe davon auch ehrlich gesagt nichts mitbekommen, und ich finde es auch ein bisschen schade, dass sich Freunde, die nun mal halt in verschiedenen Völkern gelandet sind, zumal ich konnte es mir nicht aussuchen, dass ich bei den Elfen gelandet bin. Ich wäre auch ganz gerne zu den Zandaren gegangen. Ich habe aber nur mal eine Elfen-Wildcard gewonnen. Dementsprechend konnte ich es mir nicht aussuchen. Jetzt möchte man mit Freunden gerne was gemeinsam aufnehmen, und es funktioniert nicht wegen dieser Zwistigkeiten. Finde ich ein bisschen schade. Passiert ist Folgendes. Ich packe euch auch mal den Link zu Hackmis Video unten in die Videobeschreibung. Er hat das Ganze nämlich aufgenommen. Er wollte daraus ja natürlich eine Folge machen. Und schaut einfach unten in die Videobeschreibung, da könnt ihr euch das Video gerne anschauen. Da seht ihr auch ganz genau, was passiert ist. Nämlich, kaum war er bei uns in der Welt, hieß es sofort: festnehmen, 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 kommen Sie zum Spawn, Sie sind verhaftet, keine Ahnung. Als ich die dann versucht habe, davon abzuhalten und ihnen erklärt habe, dass Hagmi ein Freund von mir ist, dass er mich besuchen möchte, hieß es sofort: ich sei jetzt ein Volksverräter, weil ich ja Hagmi hier reingeholt hätte und ihm unsere Welt zeigen wollte. Und wir sollten beide zum Spawn kommen, wir werden beide verhaftet. So, dementsprechend bin ich jetzt offensichtlich ein Volksverräter, ich weiß es nicht. Die selbsternannte Stadtwache hat dann angefangen, die ganze Zeit den Chat zuzuspammen. Wir haben denen erklärt, zum einen, dass das eine YouTube-Folge ist, dass wir gerne einfach nur kurz aufnehmen möchten und dass er dann sofort wieder weg ist. Das wurde konsequent ignoriert. Es wurde weiter gespammt, es wurde darauf hingewiesen, dass er ja hier überhaupt nicht hingehört und dass sie ihn verhaften müssten und keine Ahnung, wie auch immer. Wie ihr in dem Video seht, haben wir versucht, das Ganze ein bisschen zu ignorieren und wollten halt unsere Folge weiter durchführen. Problem ist nur, dass ich dann irgendwann auch die Connection zum TS verloren habe. Das heißt, wir mussten die Folge sowieso abbrechen. Hagmi ist dann zurück in seine Welt gegangen, und dann ging das aber mit mir leider weiter. Dann haben sie mich natürlich festgenommen, meinten, ich müsse mitkommen, haben mich in den Kerker gesteckt. Haben mich verhört, so nach dem Motto: Was haben Sie mit Hagmi zu schaffen? Und ja, meine Strafe war, dass ich zur Arbeit degradiert wurde. Sie meinten, sie dürften mich nicht foltern, weil das bei den Elfen nun mal nicht so gehandhabt wird. Und da ich nun mal eine Elfe bin und noch zum Volk gehöre, offensichtlich, dürften sie das mit mir nicht machen. Ja, jetzt hocke ich aber da unten immer noch in dieser Mine drinne, wo ich angeblich arbeiten sollte. Ich habe Spitzhacken an die Hand bekommen, wo ich dann Steine abminen sollte. Und ja, nachdem ich 5 oder 6 Minuten da die ganze Zeit am Minen war und mich irgendwer bewacht hat und die ganze Zeit gemeint hat: So, ja, jetzt arbeiten Sie hier weiter, hatte ich irgendwann keinen Bock mehr. Ich habe mich einfach ausgeloggt, weil mir das zu blöd war. Und ich ja eigentlich nur versucht habe, Hackmi mit seinem Video zu helfen. Ja? Und ich verstehe den ganzen Aufruhr ehrlich gesagt nicht. Und ja, dementsprechend befinde ich mich jetzt immer noch unten in dieser Arbeitsmine sozusagen. Und sobald ich mich jetzt wieder einlogge, weiß ich nicht, wie es weitergeht. Ich habe keine Ahnung, was dann passiert. Und ja, ich würde sagen, das seht ihr dann jetzt. Viel Spaß! So Leute, ich werde jetzt auf dem Legend Server reconnecten und mal sehen, wie es dann weitergeht und was dann weiterhin passiert. Ich bin sehr gespannt. Ihr habt ja in meinem Video gesehen, was gerade passiert ist. Ich befinde mich, wie gesagt, hier unten immer noch in der Mine. Offensichtlich wurde noch jemand anders zum Arbeiten degradiert. Beziehungsweise wurde hier noch weitergearbeitet, ohne dass ich das wirklich mitbekommen habe. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier rauskommen soll. Ich glaube, ich komme überhaupt nicht heraus. Oder doch? Komme ich hier raus? Ah, da ist er. Er hat mich gefangen genommen, aber offensichtlich bin ich ihm jetzt egal, das ist schön. Darf ich jetzt endlich hier raus? Och, kommt schon, Leute, das ist doch nicht euer Ernst.
finde das Ganze mittlerweile ein bisschen übertrieben. Klar, Roleplay schön und gut. Mein Gott. Also er hier, Tränk 1, 2, 3 oder wie er heißt, keine Ahnung, gehört wohl zur Stadtwache. Auf Hackmi wurde auch sozusagen ein Kopfgeld ausgesetzt von, wie komme ich denn jetzt wieder raus? Ich weiß gar nicht, wie ich hier rauskomme. Ich glaube, ich muss hoch. Ich hoffe, ich muss hoch. Es wurde ein Kopfgeld auf Hackmi ausgesetzt in Höhe von 2 Redstone-Blöcken. Ja, also wer Hackmi dann jetzt irgendwann mal gefangen nehmen sollte und den Elfen ausliefern sollte, bekommt halt 2 Redstone-Blöcke. Ja, ich weiß nicht. Das Ganze hier ist neu, das kannte ich noch nicht. Ich kam aber vorhin, als ich hier vorbeigeführt wurde, auch nicht dazu, das zu lesen. Es war eigentlich auch totaler Schwachsinn. Ich muss zugeben, wie gesagt, Roleplay schön und gut, aber es steht in den Regeln, dass man YouTuber nicht belästigen soll, dass man die Aufnahmen nicht stören soll und das ist nun mal der Fall gewesen. Ich wusste auch überhaupt nicht, es hieß die ganze Zeit, es wäre von Joki, also von unserem König, so gesagt worden, dass wir keinen Besuch aus den anderen Völkern empfangen dürfen. Davon wusste ich nichts. Davon habe ich nie was erfahren. Das wurde mir nie gesagt. Mit den Neulingen wird ja hier allgemein nicht sehr viel kommuniziert. Leider kriegt man auch nicht so wirklich die Hilfe, die man gerne haben würde, so am Anfang. Ja, wie gesagt, es wurde mir nichts gesagt. Und dementsprechend wusste ich das nicht. Ich wusste nicht, dass ich keinen Besuch aus anderen Völkern empfangen darf. Ich wusste auch nicht, dass es hier so mega Zwistigkeiten zwischen den Völkern gibt. Dementsprechend, ne? Dann kam aber von der Stadtwache, von der offensichtlich selbsternannten Stadtwache. Ich wusste nicht, dass wir überhaupt eine haben oder dass wir eine brauchen. Hallo, wir sind Elfen. Egal. Kam dann die Antwort, ja, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Finde ich persönlich Blödsinn. Wenn man etwas nicht weiß, kann man dafür nicht bestraft werden. Finde ich, ist so meine Meinung. Aber ja gut, jedem das seine. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt Auswirkungen haben sollte. Ich finde, dieses Roleplay mit dem Gefangennehmen und so weiter fand ich im ersten Moment ganz lustig. Als es dann aber zu weit ging und ich da irgendwie 5, 6, vielleicht 3 Stunden lang irgendwie 5, 6 Minuten bis 3 Stunden so da unten in der Mine hätte arbeiten sollen. Wenn Yoki sie sprechen will, müssen sie aber noch einmal wiederkommen. Natürlich doch. Wie gesagt, Yoki, unser König, wusste ich auch nicht, dass er das ist. Ganz ehrlich, ich wusste nicht, wer unser König ist. Ich habe offensichtlich auch noch nie mit ihm gesprochen. Vom Namen her gibt es bei den Elfen keinen Yoki. Oder zumindest habe ich keinen gefunden. Ja. Wie gesagt, ich wusste davon einfach nichts. Dann müsste man im besten Fall, mein Vorschlag, auch wenn den sowieso keiner hören wird, ist egal, mein Vorschlag wäre, dass man vorne am Spawn, wenn man direkt spawnt, da sind Schilder, die uns die Aufgabe des Gottes zeigen. Dann sollte es vielleicht auch so eine Tafel geben, wo der König Ankündigungen macht. Wo dann gesagt wird, dass man mit keinem anderen Volk zusammen sein darf, keine Ahnung, keine Aufnahmen machen darf, keine Besuch empfangen darf, dann sollte das irgendwo gezeigt oder angekündigt werden. Wie gesagt, ich wusste es einfach nicht und ich finde es dann ziemlich unfair, auch mir gegenüber, dass man dann so eine große Welle schiebt und dann meint, ja, unbedingt bestrafen, festnehmen und mir wurde mit 5 Tagen Bann gedroht, was ich wirklich hart finde. Dafür, dass ich Hackmi, wie gesagt, bei seiner Aufnahme helfen wollte. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich habe übrigens meinen Skin ein bisschen angepasst. Ich habe jetzt spitze Ohren. Und ein Elfenkostüm, Elfengewand. Ja, ein paar Blätter im Haar, ins Haar geflochten. Ja. Und ich bin mal gespannt. Vielleicht meldet sich der König ja irgendwann nochmal bei mir. Dann habe ich endlich mal eine Audienz und weiß, wer unser König ist. Jo, ich weiß nicht. Ich glaube, ihr habt mein Häuschen noch nicht gesehen. Ich habe meine Oase ein bisschen umgebaut. Überhaupt einmal gebaut. So. Hier geht jetzt noch. Ja, eine Etage höher.
Wird aber alles natürlich noch ausgebaut. Es ist noch irgendwie ein ziemlicher Rohbau. Hier habe ich mir so einen kleinen Vorhang vorgemacht, damit nicht direkt jeder hier reingucken kann. So. Ich ernähre mich weiterhin vegetarisch. Ich versuche das hier jetzt durchzuziehen. Ich bin Vegetarier. So. Yoshi. Yoshi ist aber nicht Yoki, oder? Nein. Okay. Ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, die Stadtwache selber wusste auch gar nicht genau, was sie da tun. Jetzt habe ich hier die ganze Zeit, jetzt habe ich hier jede Menge Steine in meinem Inventar, weil ich da unten irgendeinen Scheiß abfarmen musste. Und weiß gar nicht, wohin damit. Ich wollte diesen komischen Stein überhaupt nicht haben. Naja, ist egal. Die Stadtwache wusste offensichtlich auch nicht so genau, wie sie jetzt mit der Situation umgehen sollte. Denn ich wurde erstmal festgenommen, dann wurde ich verhört. So nach dem Motto, was haben sie mit Hakumi zu schaffen, habe ich ja schon erwähnt. Dann habe ich halt gesagt, dass mir die Zandare nie etwas getan haben, dass ich mir keines Verbrechens bewusst bin. Und dann habe ich die ganze Situation halt erklärt bekommen mit, ja, Yoki hat aber gesagt und so weiter und so fort. Daraufhin wusste ich halt dann, was los ist und was hier abgeht. Und dann wurde halt über meine Strafe entschieden. So, die Stadtwache meinte dann direkt so, ja, ich darf nicht über die Strafe entscheiden, wir müssen warten, bis der König kommt. Ich so, ja Leute, aber ich muss doch irgendwann arbeiten gehen, ne? Ich kann hier jetzt nicht 3 Stunden lang in eurem Gefängnis sitzen und darauf warten, dass der König online kommt. Und die Stadtwache waren zu zweit. Und dann meinte der eine auf einmal zum anderen, ja, dann entscheide du, ich erhebe dich jetzt für kurze Zeit zum Richter. Das geht meiner Meinung nach überhaupt nicht. Leute, ihr könnt nicht einfach so, weil euch gerade danach zumute ist, die Leute hier zu Richtern ernennen und dann sagen, ja, du hast jetzt die Macht darüber zu entscheiden, was das Schicksal dieses Spielers ist. Das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz großer Regelverstoß. Also ich weiß nicht, ob das so explizit in den Regeln drinsteht, aber meiner Meinung nach geht das überhaupt nicht. Dann wurde halt entschieden, dass ich unten in die Mine gesteckt werde und dass ich da arbeiten soll. Gut, habe ich einfach erstmal gemacht, weil was sollte ich groß sagen, ne? Abhauen konnte ich nicht, die anderen hatten da ihre Hebel in der Hand und die Eisentüren habt ihr ja gesehen, die dazwischen sind, ich kam da halt nicht raus. Und dementsprechend habe ich erstmal einfach da 6, 7 Minuten unten in der Mine geschuftet. Als ich dann irgendwann mal gesagt habe, so Leute, wie lange muss ich das denn jetzt hier machen, hieß es ja, wende dich an den Richter, der irgendwie seit 2 Minuten gerade Richter war, der mir dann aber nicht geantwortet hat, dementsprechend habe ich mich dann einfach ausgeloggt. Weil ich nicht wusste, wie ich darauf jetzt noch reagieren soll, was ich machen soll. Ich meine, ich habe eigentlich auch Besseres zu tun, als da unten in der Mine zu hocken und darauf zu warten, dass irgendwer über mein Schicksal entscheidet, der eigentlich auch gar nicht dazu befugt ist. So, jetzt habe ich mich mal ordentlich ausgekotzt hier, meine Güte. Es tut mir leid, dass ich das hier jetzt mal so offen sagen musste, aber ich weiß nicht, ich finde es nicht in Ordnung. Ich weiß nicht, was die anderen dazu sagen, ich weiß nicht, was die anderen Legend-Mitspieler dazu sagen, aber ich persönlich finde es absolut nicht in Ordnung, was hier passiert ist. Ich wusste es nicht, Hakumi wusste es nicht. Wir wollten einfach nur eine Folge Minecraft für unsere Kanäle aufnehmen, beziehungsweise Hakumi in erster Linie für seinen Kanal. Und das wurde uns dermaßen kaputt gemacht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Es tut mir leid, aber ich finde das nicht in Ordnung. Ja, so viel mal zu meinem Herzeleid hier. Mal sehen, wie es demnächst weitergeht. Ich packe jetzt erstmal meinen ganzen Stuff rein. Ich werde vielleicht gleich noch eine Runde in die Farmwelt gehen, weil ich muss heute tatsächlich noch arbeiten. Ich muss zwar relativ spät arbeiten, weil ich Nachtdienst habe, aber ich muss halt trotzdem arbeiten. Und darauf muss natürlich auch Rücksicht genommen werden, meiner Meinung nach. Ja. Die ganzen Spitzhacken, die ich noch von denen bekommen habe. Mein Gott, ich habe 100.000 Spitzhacken hier im Inventar jetzt. Weil ich die einfach in meine Kerkerzelle reingeschmissen bekommen habe. So nach dem Motto, hier, nimm. Und dann gehst du runter in die Mine und arbeitest. Ja. Gut, so viel zu der Situation. Wie gesagt, in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu Hakumis Video. Oh. Yeah. Pff, nass geworden. Den Link zu Hakumis Video findet ihr da. Wir sind ungefähr bis hier oben gekommen. Ich wollte ihm ja, wie gesagt, die Stadt zeigen, wollte eine kleine Stadtrundführung machen. Ich konnte ihm das Rathaus zeigen, konnte ihm den Baum da zeigen, wo die Leute drin wohnen. Und wir sind dann bis hierhin gekommen. Ich wollte ihm gerade den Marktplatz zeigen und da ist meine TS-Verbindung auf einmal flöten gegangen. Dementsprechend hat das Ganze leider nicht funktioniert, wie es sollte. Es ist, glaube ich, auch eine relativ kurze Folge.
Aber eine sehr ereignisreiche, muss ich doch sagen. Lesen. Dieses Lesen, was jetzt, ja gut, ich lese mir das jetzt einfach alles mal durch, was da passiert ist. Ich gehe zwar ungern zum Ort des Verbrechens zurück, sage ich mal, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, dass ich hier direkt wieder gefangen genommen werde. Alter, Minecraft, Mini, super duper Pferdehaltekammer mit einem M. Sehr gut. Bürgerhaus Erbauer. Trink, alter Minecraft, Saphirel und Lady Mian. Bei der Folterkammer beim Ausbauen geholfen, Yoshi. Wundervoll. Brauchen Eisen, Eisentüren, Eisenfalltüren. Ja, damit ihr noch mehr Leute einsperren könnt, was? Nur wenn gespendet wird, können wir andere Fraktionen leiden lassen und die Vielfalt an Foltergeräten beibehalten. Beziehungsweise ausbauen. Leute, ist das euer Ernst? Wir sind Elfen. Wir sind wahrscheinlich die einzige Fraktion, die Folterkammern hat. Das könnt ihr doch nicht tun, ey. Was ist das für ein Roleplay, Leute? Ihr redet die ganze Zeit von Roleplay. Ihr wollt unbedingt Roleplay machen. Und was ist das hier für ein Roleplay, dass ihr Folterkammern bei den Elfen einbaut? Wir sind ein friedfertiges Volk. Wir sind eigentlich gerade diejenigen, die, wie Hack mir auch erwähnt hatte, die Wanderern, die sich verlaufen haben, wieder auf den rechten Weg helfen. Wir sind ein sanftmütiges Volk, die sich nur dann verteidigen, wenn wirklich Gefahr droht. Und von jemandem, der nur mal sich hier verlaufen hat und gerne ein bisschen von unserer Stadt sehen möchte, geht meiner Meinung nach keine Gefahr aus. Mal davon abgesehen, dass er alleine war. Wir waren maximal zu zweit, weil ich war ja mehr oder weniger auf seiner Seite. Und dann irgendwie drei, vier Leute auf uns eingestürmt sind auf einmal. Ja, c'est la vie, ne? Wer da abbaut, bekommt Bann von GM. Wer wo abbaut? Ach, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ja. Egal. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Ich habe mich, wie gesagt, ordentlich ausgekotzt hier. Ich hoffe, das hat jetzt keine Konsequenzen mehr. Wenn der König tatsächlich mit mir reden will, kann ich ihm die Situation gerne darlegen. Ich kann ihm gerne auch den Videobeweis geben und hier meine Meinung auch nochmal darlegen, die irgendwie nicht so aussieht, als dass jemand, der mir nichts getan hat, der meinem Volk nichts getan hat, in irgendeiner Form, dass da solche Konsequenzen folgen, ist meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt. Gut, ich würde sagen, so viel zu meiner Folge. Ich lasse gerne mal eure Meinung unten in den Kommentaren da. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr das findet, wie ihr darauf reagieren würdet. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und ich bin gespannt, wie eure Meinung zu der ganzen Sache ist. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann wird auch ein bisschen mehr passieren. Dann wird auch ein bisschen was anderes passieren, als dass ich einfach aus der Folterkammer flüchte. Ja, bis dahin. Ciao.